Und da sind wir auf unserer neuesten Rallye-Strecke, Rallye Monte Schmelzi, keine Ahnung, Hallo Padlab. Was redest du da? Keine Ahnung, ich habe zu viel am Eisenerz geschnüffelt, glaube ich. So, wir haben einen Miner und der soll angeblich auch super schnell sein, hieß es. Ich glaube, der ist gleich schon voll. Ich würde sagen, der ist voll. Schön. Okay, gut. Das heißt, dann hätten wir vielleicht den anderen hierhin besser gesetzt. Naja, ist egal. Wir werden den anderen bestimmt nochmal brauchen. Strom hat er ja. Okay, das heißt, wir würden jetzt hier... Hallo? Hallo. Wir würden jetzt hier Schmelzereien hinsetzen? Ja, lass mich erstmal gucken, wie wir das mit dem Förderband jetzt hier eigentlich machen. Weil wir müssen ja zwei Sachen reinführen. Nicht wahr? Naja, die Kohle von unten müssen wir reinführen. Genau, dazu müssen wir überlegen, wie wir die Dinger dann orientieren. Und wir müssen natürlich auch überlegen, wo wir mit dem fertigen Stahl hingehen. Schlauerweise müsste der... Keine Ahnung. Ich meine, wir haben hier unten genug Platz. Wir können die Stahlproduktion dann auch natürlich sinnvollerweise irgendwo dahin legen, aber wir brauchen ja natürlich erstmal ein Lager für die Barren. Aber gut, eins nach dem anderen, du hast ja recht. Okay, was kann ich tun? Wie kann ich dich unterstützen? Was kann ich dir helfen? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, wie die Dinger aussehen. Deswegen bauen wir erstmal einen Turm. Also, das ist eine Gießerei. Zwei Eingänge, ein Ausgang. Ich würde ja sagen, mit dem Ausgang in meine Richtung. Dann können wir nämlich von links von dir das Eisen führen und von rechts von dir die Kohle. Okay. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz links von dir aus an. Naja, vor der Schräge halt, ne? Nee, kannst du auch über die Schräge dann. Also. Weiter bis zum Rand. Also fast zum Rand. So. Ein nach rechts. Vielleicht. Bei zwei kriegen wir da eh nicht hin vor der Schrägen. Nee. Ja? Ja, mach mal. Alter, das wäre ein Teil. Boah, das hat sogar eine eigene Leiter. Die haben alle eigene Leitern. Okay. So, und jetzt in der Riege vielleicht, ich weiß ja nicht, wir wollen erstmal zwei, oder? Ja, für mehr habe ich auch erstmal nicht. Glaube ich zumindest, oder? Nee, es reicht genau noch für einen. Und den würde ich dann hier unten hinsetzen. Ich kann bloß nicht sehen. So wäre er jetzt ausgerichtet. Richte ihn aber mal unten an die Platte aus. Also ein Stück nach links noch. Nein. Andere links. Zur anderen hin. Aber so zeigt er mir den Strich nach oben zu dem anderen hin an. In Richtung Schräge bauen, ja. Nein. Ich bin schon an der Schräge dran. Ich komme nicht... So, weiter kann ich nicht. Dann komme ich auf die Schräge rauf. Nein, kommst du nicht. So, perfekt. Nee. Ja. Okay, so zeigt das mir auch ausgerichtet an. Ja, jetzt habe ich keine Stahlrohre mehr für noch einen. Aber hier würde natürlich noch Platz für mindestens noch einen sein. Aber wir gucken erstmal, wie das läuft. Jo, das war's. Ich komme hier runter. Platsch. Boah, das ist schrecklich. Ach so, jetzt haben wir wieder dieses Problem drüber drunter führen. Warte mal. Wir führen die Kohle von da unten hier unten lang und von dem Miner gehen wir hier links neben der Foundation höher und führen die dann schräg darüber rein. Weißt du, wie ich meine? Nein. Die Kohle kommt von unten. Die führen wir auch unten am Boden entlang rein. Den Miner setzen wir auf Stelzen, dass er hier höher kommt. Und dann kriegt er hier einen Splitter und von dem Splitter geht er so schräg runter rein. Ich habe gerade eher was anderes überlegt, und zwar diese Schräge hier auszunutzen. Warum? Ich glaub,
glaube, wir müssen die nach hinten setzen. Wir brauchen ja vorne mehr Platz. Wir müssen eine Foundation in diese Richtung. Also. Steht da der Turm im Weg? Nö. Nö. Guck mal so. Gibt's hier noch? Ja. So? Ja. Und die andere auch. Passt die genau auf eine Platte irgendwie? Kann das sein? Ja, ja, sieht's irgendwie so aus, ne? Ja. So, jetzt mal kurz überlegen. Mamma mia, was für Kolosse. Splitten müssen wir eh oder so. Ja. Ich sag ja, wenn wir die Kohle von hier unten hier hochführen, hier ein Splitter, na gut, ja. Der muss so positioniert sein, dass er dem anderen nicht im Wege steht. Huch, willst du hier vorne schon splitten? Ist ja Quatsch, das direkt an dem Gerät zu machen. Das ist aber Platzverschwendung. Okay. Bäh. Irgendwann kriege ich dich, du Schnecke, du. Aber dafür brauche ich erst einen Gasanzug. So, das ist der. Aber. Oh. Nee, kein Mörder. Wie ist denn das? Ach, der braucht auch Fuel. Naja, gut, dann ist es ja gut, dass die Kohle ankommt. Der braucht Fuel? Na, hier, unser Truck Station. Das kann er doch drüben machen. Das wird noch reichen für das Stück. Nicht der LKW, die Truck Station, die LKW Station braucht auch Fuel. Hä, die braucht Strom, oder? Hier steht Fuel drinne. Ja, das sind die Fuel Tanks für die Trackies. Ach so. Aber die selber brauchen kein Fuel. So. Also das geht hier hoch. Hier wird's getrennt. Dann geht's in den anderen kann man quasi nach hinten durchziehen in den anderen. Ich überlege gerade. So macht. Okay. Weil dann, jetzt kommt nämlich das Geile, das habe ich nämlich schon festgestellt, als ich die anderen Dinger gebaut habe, dass der nämlich dann auf der richtigen Höhe ankommt, schon. Ach so. Oh, das ja. Haben die aber alles geometrisch gut abgepasst. Zack. Zack, okay, das heißt hier brauchst du nicht mal mehr irgendwas machen. Hier brauchen wir nicht hin und da brauchen wir, also wir brauchen die anderen gar nicht übereinander. Wir brauchen hier einfach Eigentlich haben wir intuitiv richtig gebaut mit den Schrägen sozusagen. Ja, ja. Man bräuchte hier für den anderen dann quasi hier vorne auch nur einen Splitter, damit es sich dann aufteilt. Erstmal, ja. Ja. Das ist natürlich ziemlich cool. Gut, abführen tun wir hinten. Ja, da führt man in der Regel auch ab, ja. Stimmt, hast du vollkommen recht. Machen wir mal wieder Schleichwerbung für Kohletabletten. Oder für. Ja, in dem Fall sind es Kohletabletten. Nee. Wenn man abführen will, muss man doch das Gegenteil davon haben. Stimmt, oder? Richtig. Aber wir führen ja Kohle zu, also. Ja, keine Ahnung. Und jetzt müssen wir es natürlich auch so timen. Wo fährt er wieder runter? Hier. Wir müssen es auch so timen, dass beide Trackies da nicht zusammenrauschen. Ja gut, da muss halt einer sagen, so jetzt geht's los und dann...
Man muss im Grunde genommen mit dem dort anfangen, wenn der andere Trekkie gerade bei den Kohlekraftwerken ist. Dann kann da nichts passieren. So. Das Eisenerz läuft schon mal. Und würde ich jetzt mal die Trekkie-Strecke einrichten, oder willst du das machen? Nee, da bist du ganz gut drin. Da. Jetzt muss ich mir erstmal einen Weg suchen. Kann man hier... Hier rüber schauen? Ja. Huch. Das ist ja gut. Der andere Trekkie ist gerade hier. Kann ja, passt ja, das doch. Kann ich ja hinter ihm warten. Aber du musst doch eh erstmal die Dings ziehen und dann... Ja, klar. Startest den ja dann nochmal händisch. Ja, ne? Richtig. Ja. Ich warte nur, bis der andere hier weit genug weg ist, dass die wirklich nicht zusammenstoßen. Ja, aber du musst doch jetzt erstmal den Pfad zeichnen. Und wenn Richtig. Der Pfad gezeichnet ist, dann startest du doch erst mit dem. Darum ist es doch jetzt völlig egal, ob der da ist oder nicht. Richtig. Weil du kannst ja sagen, so, ich warte jetzt, bis der vorbei ist und warte dann startest mal. Ich muss, bevor ich das mache, erstmal gucken, wenn der hier auch hier vorne runterfährt, was ja Sinn macht, kommt der dann, müsste er hier abbiegen. Und dann hier hinfahren. Ja, okay, gut. Macht Sinn. Gut, können wir so machen. Du machst das schon. So. Da kommt schon die erste Kohle rein. Puff. Und wir werden jetzt die Aufnahme starten. Ja, ich dachte, die läuft schon. Hahaha. Der fährt jetzt den gleichen Weg wie der andere. Und jetzt biegt er ab. Dann biegt er ab. Und völlig losgelöst von der Kohle. Ui. Oh. Das ist natürlich blöd. Unsere LKW-Station ist noch nicht darauf eingestellt. Die hat was beladen, statt was zu entladen. Ja, weil du was drin hast. Er hat jetzt... Achso, ja. Die müssen wir noch einstellen auf entladen. Ist sie. So, Aufnahme beenden. Jetzt fahre ich mal kurz ein Stück beiseite, damit der zweite Trekkie hier erstmal durchstarten kann. Jetzt gucke ich erstmal, was der hier drinne hat. Oh, prima. Ach, das ist ja ganz viel. Ach Gott, das müssen wir rausnehmen. Hier ist ganz viel Beton drinne. Ja, das war mein Baustellen-Trekkie. Entschuldigung. Das Problem ist, so viel Platz habe ich gar nicht. Na gut. So. Müssen wir dann später mal rausholen. C Autopilot aktivieren. Jetzt gucken wir mal, ob er richtig fährt. Wenn ja, dann müsste er da um die Ecke geflitzt kommen. Eigentlich müsste er um die Ecke geflitzt kommen. Da kommt er um die Ecke geflitzt. Jetzt aufgepasst, dass sie sich nicht kollidieren. Ja. Ich habe den halt gestartet. Der Weg ist viel kürzer. Das kann natürlich sein, dass sie sich irgendwann mal kollidieren.
Das müssen wir einfach austesten. Das Ui. Gibt's nicht. Oh, okay. Hier müssen wir was bauen. Das geht gar nicht. Wir haben verstärkte Eisenplatten, um die Förderbänder zu verbinden. Okay, der haut ab. Und hier ist... Scheiße. Mist. Ich glaube, ich habe ihn falsch eingestellt. Wen? Die Truckstation, die war schon richtig, wie sie vorher war. Nee, war sie nicht, weil sie hat ja mehr reingepackt. Jetzt hat sie rausgenommen. Okay. Richtig. Also ist die Kohle angekommen, oder? Ja, Kohle ist angekommen und Beton auch. Ja. Beton auch. Schlecht. Ja, das ist wirklich schlecht. Gerade. Vor allem, da ich den... Ich hoffe, dass der Beton jetzt nicht... Ja, wir hätten das noch nicht... Ach gut, hier oben steht ja alles. Alles klar. Hier geht ja gar nichts voran, weil hinten nichts mehr raus kann. Okay. Oh ja, hier ist ein Beton vor dem... Ja, dann nimm den mal bitte raus. Kann ich nicht. Kannst du nicht, wieso? Ahnung. Ich muss jetzt das Band abreißen. Okay. Okay, da vorne müssen wir was bauen. Definitiv, das geht so nicht. So, ich hatte jetzt ehrlich gesagt überlegt, ob man den Stahl wieder in die... in die Truckstation zurückführt. Und dann? Und dort aus dann abtransportieren lässt. Man kann ja auch diesen Trekkie im Kreis fahren lassen. Ja, stimmt. Das ist richtig. Also zu dem Lager dann jetzt aktuell haben wir noch keins. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher. Naja, doch, warte mal. Der kommt ja mit der Kohle an, die Kohle wird entleert. Wird alles, alle Kohle wird aber nicht entleert, ne? Es wird immer nur... So, kann man ihm sagen, dass er nur Stahl mitnehmen soll? Nee, kannst du nicht. Scheiße. Das heißt, er würde automatisch auch wieder Kohle beladen. Nee, das bringt nichts. Also braucht man zwei dann doch. Dann brauchen wir oder, zwei oder dafür. Oder geht das dann auch nicht? Ja, aber es bringt nichts. Es bringt, nee, eben. Das macht er eben nicht. Er holt nicht immer alles raus. Das heißt, wir bräuchten einen zweiten, eine zweite Truckstation, aber dann auch noch einen anderen Trackie. Das würde sonst nicht hinhauen. Das ist ja doof. Ja. Man kann ihm quasi nicht sagen, was er mitnehmen soll. Ne? Nee. Brauchst du noch Beton? Nee. Leider. Schade. Steht hier rum. Naja. Nee, das kann man leider eben nicht. Das ist das Problem. Okay, also müsste man eine zweite Truckstation bauen, wo der Stahl dann drin ist. Ich muss erstmal da vorne eine Rampe bauen, weil sonst fährt er irgendwann mal... Hey, da ist doch eine Rampe. Nee, da nicht. Hier vorne. Ja, nein. Hier vorne. Hier. Hier fährt er nämlich hoch und hier fliegt er dann immer in die Luft, wenn er hier rüber fährt. So. Da muss ich irgendwie mal eine Rampe bauen. Warum hast du ihn denn nicht hier rumgeführt? Weil, als ich da gefahren bin, konnte ich... Ja, hier und dann hätte er hier aber einen großen Bogen machen müssen. Ja, dann setzen wir hier noch eine Rampe hin. So. Ja. Ist ja kein Bogen fahren. Ja doch, es ist besser, einen Bogen zu fahren. Wenn er hier hochkommt und hier, na, würde er auch gehen, ja. Okay, ja, gut. Dann verändere ich ihn gleich nochmal, wenn er hier ist. Also Kohle ist auf jeden Fall tonnenweise drin und wird locker reichen, also... Ja, Kohle ist wirklich reichlich drinne. Jetzt würde ich aber mal sehen, die läuft auch... Na doch, die läuft vorwärts, ja. Okay. Ja gut, jetzt ist Schluss, weil... Ja gut, weil voll, ne? Aber wir haben Stahlbarren. Sehr geil. Aber hier kommt keine Kohle an. Ach, weil hier ein Betonding dazwischen ist. Schon wieder. Das dürfte aber der letzte Betonding sein. So, wir müssen aber jetzt hier hinten entweder überlegen, wie wir sie abtransportieren oder erstmal einen Kanister hinbauen, einen Container hinbauen.
Ach so, hier hast du schon Abtransport gebaut. Ja, ja. Ah, du bist schon so weit voraus. Ja, analog der anderen Seite. Ja, ja. Symmetrisch jetzt sozusagen. Das heißt, das geht auch wieder runter. Und da hatten wir dann gesagt, ja, entweder bauen wir jetzt eine zweite Truckstation hin. Weil die Frage, wo das Lager mal sein wird, ne? Das ist... Warte, C, Autopilot deaktivieren. Schön, wie der hupt, wenn der Autopilot... Ja, ja. Ach, jetzt hängt er hier an dem Beton fest. Ich fasse es ja nicht. Ach, nicht mehr. So. Ich will jetzt mal gucken, was... Nein! Ach, gibt's das denn? Öffnen der Werkbank. Ich will doch wissen, was drin ist. Es ist doch... Er nimmt alles, was in dem Tracky drin ist, nimmt er raus. Also das schon. Aber du kannst ihm halt nicht sagen, was er einpacken soll. Das heißt, er würde automatisch Kohle rausnehmen, ja. Das ist aber dämlich. Ja gut, wir haben Platz genug, daneben noch eine zweite Truckstation zu bauen. Ja, aber warum gibt es dann... Warum gibt es dann einen Eingang, weißt du? Das ist irgendwie doch sinnlos. Ich meine, also, warum gibt es dann einen Eingang und einen Ausgang? Wir können es ja mal probieren. Wird aber nicht hinhauen, oder? Das weiß ich nicht. Probieren, vielleicht ist das Spiel intelligenter, als wir glauben. So, ich starte jetzt mal wieder die Aufnahme. Tack. Ja, ich leite den Stahl jetzt da rein. Nicht, ich hab hier gerade meine Aufnahme, also bitte jetzt nicht irgendwie. Herrlich. Er nimmt herrlich. Was raus. Nee. Aber er nimmt nichts rein. Nee, brauch auch nicht. Das ist auch völliger Quatsch. Ich sag dir gleich warum, du wirst es sehen und wirst lachen. Okay. Ich lache gerne. Wenn du fertig bist. Da fährt der andere Trekkie gerade weg. Und ich fahre hier rauf. So, Aufnahme beenden. Autopilot aktivieren. Gut, ich komme mal rüber gerannt. Na, was wird wohl passieren, wenn wir Stahl reinleiten und ein Förderband wieder rausgeht? Was denkst du denn? Ach, ja, es wird nach oben transportiert. Genau, es wird nochmal geschmolzen. Ja, sag ich ja. Wir brauchen eine zweite Truckstation. Daneben. Dann vielleicht mit einem LKW oder sowas. Also mit einem Splitter, größten. Splitter, dem man sagen könnte, was er verteilen soll. Ja, was wir auch machen. Ja. Ich meine, wir haben hier Platz. Wir können hier die Foundation weiterbauen, können direkt daneben eine zweite bauen. Oder gegenüber hier sogar eine zweite, dass sie sich gar nicht ins Gehege kommen. Das geht schon. Das Problem ist aber, sobald der Truck hier ranfährt, nimmt er das raus, egal was das für ein Truck ist. Das heißt, du musst einen gewissen Abstand weiter, haben. Ja, ja, okay, gebe ich zu. Okay. Ne? Das heißt, wir könnten, naja, hier oben ist doof, aber rein theoretisch könnte man sogar hier oben die, hinter den beiden Schmelzern, die bauen, den Truckstation. Ja, wir will jetzt nichts dagegen hier, sprechen. Ne? Dann hier einen entsprechenden Weg. Boah, das ginge auch. Muss man halt eine Auffahrt bauen, eine Abfahrt bauen. Aber das ginge halt schon. Da muss erstmal ein Sima hin. Sieben.
Was fehlt mir? Ey, du glaubst nicht, was mir fehlt. Was denn? Kabel. Kabel? Warte mal. Ja. Habe ich. Hier ist Kabel. Dafür braucht man Kabel. Dafür braucht man Kabel. Siehst du, es ist gut, dass wir so ein riesiges Kabellager haben. Ja, die Frage ist jetzt, wie, ne? Naja. Ich würde jetzt mal... Fahrzeuge... Ach, wir haben den anderen noch gar nicht. Dafür müssen wir erst unsere Motoren etc. bauen. Was meinst du? Naja, wir können den großen LKW noch gar nicht. Im Moment können wir echt nur den Schlepper. Ja, das dachte ich mir aber. Dafür müssen wir unseren Meilenstein erst erfüllen. Das habe ich mir aber schon gedacht, dass das so ist. Okay, aber das ist ja... Dann würde ich jetzt erstmal noch einen Schlepper bauen. Uah, hier geht's aber tief runter. Himmel. Ja, wäre... Dafür brauche ich diese komischen Leuchtefackeln. Und irgendwann räume ich den Beton da auch wieder weg. Oh ja, ich werde den jetzt hier gut verbrauchen. Das Problem ist nur, wir müssen uns überlegen, wo wir das dann halt hinfahren. Ja, jetzt am anderen. Klar, sowieso. So, wir brauchen... Objektscanner? Nein. Ich brauche... Wo sind die denn? Ein Signalisator. Ach, da fehlt mir was für. Du errätst nie, was mir für Signalisatoren gefehlt hat. Kabel? Ja. Dafür brauchen wir Kabel. Willst du jemand? Na, wir brauchen die Produkte alle nicht. Wir verarbeiten das weiter. Naja, gut. Wie viel Kabel braucht man? Da braucht man nicht mal... Wir brauchen jetzt 3 Signalisatoren. Signalisatoren, was für ein bescheuertes Wort. Wahrscheinlich brauche ich 5 Kabel dafür. Nein, doch, 2 Kabel brauche ich dafür. Okay. Ja. Und das geht nicht, weil mein Inventar voll ist. Irgendwas ist doch immer. So. Genau. Und jetzt brauche ich für einen Schlepper... Oh, den sollte ich nicht hier bauen, weil den kriege ich ja nie wieder hier weg. So, ich guck mal, dass ich das jetzt hier alles in die Truckstation reinkriege. Scheiß. Sollst du nicht mehr sagen. Stimmt, richtig. Oh nö, jetzt sehe ich das scheiß Förderband nicht. Oh, ich kotze. Es geht mir echt langsam auf den Sack. Welches? Das hier, dieses komisch gebundene. Ist weg. Aber ich kann die Kohle da leider nicht aufnehmen, da steht eine Kiste. Ja, das sind Stahlbarren, keine Kohle. Achso. Hier rein. So, Schleppi 3. Zu teuer? Wieso das denn? Echt, hab ich da... Oh, ich hab einen zu wenig gebaut. Ich muss nochmal hinrennen. Mir fehlt ein Signalisator. Mann, ich hab gedacht, ich hätte 5. Habe ich zu schnell abgebrochen. Yes, sieh's. Ein Signalisator, komm. Mann, der Weg ist aber auch lang hier. Ich sag ja, so langsam braucht man Autos. Ja, ja. Wolf-Caddies. Ja, ich bin mal auf die Jetpacks gespannt. Die kommen ja irgendwann auch mal. So, wir werden jetzt noch einen Signalisator bauen. Ja, 5.
So, jetzt aber. Ach, hier ist auch Gift. Ach, das war Zeit, dass wir das alles mal wegräumen. Rotzen? Ja, ja. Rotzen? Ja, ja, das muss hier weg. Das geht gar nicht. Das nervt. Wahnsinn, eine Stahlproduktion mit zwei Truckstations. Wie krass ist das denn? Wie schön. Ja, es steckt total drin. So, was? Und da war sie weg. Ja, ich muss sie neu ausrichten. Macht ihr nicht ins Höschen? Stößchen. So. Tja, das musst du aufnehmen. Okay, das heißt, hier kommen wunderbare Stahlbarren rein. Hervorragend. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Ha, 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 ha. Ja, gut. Okay, dann machen wir uns das nächste Mal Gedanken, wo wir das Ganze hin... Warum? Warum? Was denn? Warum legt ihr denn den Stahl nicht rein? Warum stoppt das denn hier? Weil er keinen Strom hat? Ach nee, braucht er eigentlich nicht. Ja, doch, doch, genau, weil er keinen Strom hat. Vollkommen richtig. Ganz richtig erkannt. Ja, ich bin mir nicht immer so sicher. Manche Sachen brauchen ja keinen Strom, aber das war ja eher so der Hub und so weiter. So, jetzt. Und jetzt läuft das. Und wie das läuft, aber hallo. So, das geht schnell. Wow. Okay. 87, 88, da sind schon die 200 drin. Das ist sehr cool. Ah, wir haben natürlich ein Problem. Wir haben für diesen Trekkie, der braucht ja auch Fuel, der braucht ja auch Kohle. Ja, das reicht ja, wenn er an einem Standort Kohle kriegt. Muss ja nicht an allen Standorten Kohle kriegen. Das ist richtig, aber er fährt ja von hier zu einem Lager, was wir noch konzipieren müssen. Da gibt es auf beiden Seiten keine Kohle. Naja, dann muss halt ein Trekkie zu der Truckstation fahren, der mit Kohle befüllt. Das heißt, nee, wir müssen es anders machen. Wir müssen ihn von hier... Nee, wenn wir ihn hinten an die Truckstation packen, packt die automatisch Kohle rein. Naja, gut. Nee, du brauchst... Ja, ja, stimmt. Das ist generell ein Problem mit der Kohle, du hast recht. Ja, ja. Noch nicht so ausgereift, unsere Idee. Die Idee schon, nur die Zuteilung hier nicht. Naja, guck mal, wir haben doch hier noch ein Kohleband, was wir abgreifen können. Ja, ja, schon, aber wie sollen wir ihm das sagen? Nee, brauchst du nicht. Hast ja hier, ganz hinten, dieser Eingang hier ist nur für die Betankung. Ach so. Der ist unabhängig vom Lager sozusagen. Okay. Aber wie kriegen wir denn das da rüber? Das ist ja nicht das kleinste Problem. Ach so. Ja. Ei, das wusste ich nicht. Beziehungsweise... Hab's nicht mehr im Kopf gehabt. Ui, hier geht's aber steil runter. Steiler Zahn, mein lieber Mann. Oh, das ist aber unschön. Scheiße. Das geht so nicht. Wahnsinn. Ah, das Eisenerz, ja, doch, kommt gut.
Ach nee, ist Kohle. Eisenerz kommt ja von da hinten. Jetzt würde mich doch mal interessieren, ob wir unten eigentlich genügend Kohle in der Truckstation haben. Ja, doch. Also Tracky schafft mehr Kohle ran, als wir verbrauchen können. Da könnten wir sogar noch... Das ist ja auch dämlich. Was denn? Das könnten sie aber auch mal nochmal die Merger und so umbauen, dass man direkt ein Förderband darüber ziehen kann. Kann man nämlich nicht, weil die genau auf der gleichen Höhe gerade einkommen. Ah. Also die sind ein Stück zu hoch, sagst du? Ja. Verstehe. So. Mhm. Das heißt, hier kommt Kohle rein, die nur für den Tracky dann ist. Nur für den Tank ist, ja. Cool. Da braucht man auch nicht viel, also es ist schon in Ordnung, wenn da so ein bisschen nur ankommt. Ja, ja, klar. Ah ja. Stimmt, da läuft das. Da gehen eh nur 100 rein. Richtig. Schluss. Genau. Daher wird das wahrscheinlich die Stahlproduktion nicht großartig beeinflussen. Nee, das wird voll laufen und er wird ab und zu was davon abnehmen. Das wird hier gleich stocken und dann ist es auch gut. Dann ist es okay. Das ist ja super. So, beim nächsten Mal überlegen wir, wohin wir mit dem Tracky fahren. Das wissen wir nämlich noch gar nicht, wo wir das Lager und die Weiterverarbeitung haben. Aber das machen wir beim nächsten Mal. So ist es. Ne? Ne? Schnapp die Kohle. In diesem Sinne. Ja, genau. In diesem Sinne. Mach's gut und tschüss. Ciao.